Ja, herzlich willkommen, liebe Zuschauerinnen und liebe Zuschauer, hier bei uns aus dem Trading Floor. Ja, und der DAX, der ist weiterhin sehr stark unter Druck, nachdem wir da heute Abend ja die Meldung über den Ticker bekommen haben, dass wohl das Atomkraftwerk in Ukraine soweit zumindest mal angegriffen wurde. Und das hat kurzerhand zumindest mal in den Übernacht-Indikationen in Amerika, Dow Jones, Nasdaq 100, alles so ein bisschen deutlich unter Druck gebracht. Auch der DAX konnte dann tatsächlich über Nacht Richtung der Marke knapp bei 13.200 Punkte ranarbeiten. Gott sei Dank haben wir dann natürlich ein bisschen höher eröffnet, also um knapp 13.400 Punkte, 13.500 Punkte. Das hat aber nicht dazu ausgereicht, auch wenn man zumindest mal das Atomkraftwerk, zumindest was das Feuer betrifft, löschen konnte, dazu nicht beigetragen, dass wir uns erholen konnten. Ganz im Gegenteil, wir sind sogar zwischenzeitlich mit einem weiteren Bewegungstief, und zwar unter der 13.200 kurzer Natur durchgelaufen. Jetzt muss man natürlich schauen, wo sind die nächsten Haltelinien und was ist aus Trader-Sicht natürlich hier zu beachten, wie wir uns vorbereiten. Und da wollen wir uns natürlich auch hier den DAX etwas genauer anschauen. Bevor wir aber den DAX besprechen, vielleicht auch da nochmal so ein kleines Update. Mein Trader-Kollege Blasius hatte ja schon bereits auf das WTI-Öl hier die charttechnische Analyse vorgenommen. Natürlich muss man an dieser Stelle ganz klar sagen, gegen den Haupttrend zu handeln ist natürlich, ich sag mal, recht schwierig. Aber wir als Trader, wir suchen natürlich vernünftige Chance- und Risikoverhältnisse, wo wir sagen, okay, kurzfristig, wenn der Ölpreis mal 4, 5 oder 6 Dollar abgibt, ich meine, da reden wir immer noch über knapp 5-6% Entwicklung. Mit dem Hebel, den wir da rausgesucht haben, roundabout knapp um 6, sind das immer noch 36%. Wir sind jetzt auch hier mit dem Trade so ein bisschen leicht im Plus, nicht wirklich viel. Aber hier werden wir natürlich den Trade auch aktiv managen und weitere Details wie gewohnt. Da werden wir dann um 14.15 Uhr nochmal näher darauf eingehen, wie wir mit unserem Öltrade weiter vorgehen werden. Gut, jetzt kommen wir natürlich zum DAX. Ihr seht es schon, in der Regel sind wir natürlich hier als Trader eher kurzfristig unterwegs, aber durch die starken Bewegungen, die wir jetzt über Nacht gesehen haben und vor allem aber auch hier dann ab 9 Uhr, sind wir da tatsächlich, man sieht es ja schon sehr gut, steil nach unten die letzten Tage durchgelaufen. Man muss an dieser Stelle auch mit erwähnen, und da werden wir auch noch mal näher darauf eingehen, wir hatten ja auch einen DAX-Call-Trade gehabt, den hatten wir um knapp 13.900 soweit eröffnet. Wir sind dann so knapp bei 13.730 roundabout ausgestoppt worden, Gott sei Dank. Das war gestern Abend nach 17.30 Uhr oder vor 17.30 Uhr. Haben also unseren kleinen Verlust erstmal soweit realisiert. Wenn wir nicht ausgestoppt wären, dann hätten wir natürlich heute schon zuschauen müssen, wie durch diese große Kurslücke da schon wesentlich mehr entstanden ist. Und deswegen sind wir da auch recht froh, dass wir mit Engstops arbeiten und vor allem auch schauen, dass wir in dieser aktuellen Marktlage, in der wir uns befinden, versuchen da eher kurzfristig zu denken. Die Volatilität, die ist da einfach recht hoch. Okay. Also, kommen wir jetzt zum aktuellen Stand der Dinge. Der DAX selbst notiert also im Moment knapp bei 13.240 Zähler. Zwischenzeitlich haben wir ja so ein Tagestief knapp bei 13.170 soweit notiert. Was man jetzt machen kann, sind zwei Varianten. Also entweder man schaut die aktuelle Marktentwicklung zu, wo man einfach sagen kann, okay, es ist recht schwierig, da im Moment einzusteigen, aber wo sind die ganz großen Marken mit den besten Chance- und Risikoverhältnissen, mit den besten möglichen Gewinnchancen? Und das liegt tatsächlich im Moment knapp bei 12.800 Punkte. Gut, ihr erinnert euch, wir hatten ja auch im Großen und Ganzen mal gesagt, als wir hier diese Marke von 14.400 bzw. 13.8 dann im Nachgang verlassen haben, dass da möglicherweise noch mal eine weitere 10% Korrektur kommen kann. Das scheint wohl jetzt auch hier in die Wege soweit eingeleitet zu sein, und wir sind ja auch mittendrin. Das heißt, wir wollen schauen, dass wir heute uns mal den Markt etwas genauer anschauen, weil 13.2 ist schon eine sehr wichtige Marke, und im besten Falle wäre natürlich die Marke um 12.800 Punkte der beste Long-Einstieg. Jetzt kann man sich natürlich auch die Frage stellen, ja gut, warum nutzt ihr dann nicht die Möglichkeit, Short zu gehen? Der Markt ist schon recht gut gelaufen, und da in einer technischen Gegenbewegung reinzulaufen, ist für uns da im Moment nicht die gut ausgewählte Variante. Dann eher lieber den Faktor Zeit mitbringen, wo wir in Ruhe beobachten können, wo wir dann zumindest mal abgreifen können, wenn der Markt entsprechend auch gewisse Marken A verteidigt hat oder B dann in diesem Falle die 12.8 soweit angesteuert hat. Aber wir besprechen das auf jeden Fall, wie gewohnt, um 14.15 Uhr hier bei uns bei heavytraders.live nochmal ausführlich. Und dann wollen wir auch schauen, wo der DAX dann zwischenzeitlich steht. Gut,
Das erstmal zu der charttechnischen Analyse. Das dazugehörige Zertifikat, was wir rausgesucht haben, das hat natürlich auch hier einen recht hohen Hebel. Warum? Weil wir nicht so lange im Markt investiert bleiben möchten, wenn wir da entsprechend 2-3% Entwicklung mitnehmen können und das bei einem Hebel knapp von 15, dann macht das natürlich auch ordentlich Performance. Und wenn es nicht laufen sollte, wollen wir auch schauen, dass wir so schnell wie möglich aus dem Markt aussteigen. Wertpapier-Kennnummer ist Martha Anton 3, Richard Wilhelm Theodor und der Briefkurs, der liegt im Moment knapp bei 8,40 Euro. Der Hebel, wie gesagt, ist bei 15, bewusst etwas höher ausgewählt, um gute Gewinne zu erzielen, aber entsprechend auch schnell aus dem Markt rauskatapultiert zu werden. Und nach wie vor lautet hier bei uns die Devise, dass wir das Risiko relativ klein halten, aber versuchen, die bestmöglichen Gewinnchancen zumindest mal auch hier, wenn es mal wieder nach oben rausläuft, mit zu positionieren. Aber schaltet am besten mit rein, 14.15 Uhr. Da besprechen wir nochmal unsere Strategien ausführlich gemeinsam mit euch. Wir freuen uns auf euch. Bleibt dran, wir sehen uns. Bis gleich.